Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kollegen, wie schon gesagt wurde, das Verfahren, das uns heute beschäftigt, ist ziemlich einzigartig. Und ich berufe mich nur deshalb auf Artikel 59 der Verfassung, um eine krasse Verletzung der Arbeit des Parlaments und der Redefreiheit der gewählten Repräsentanten dieser Nation offenzulegen. Hätte ich auch nur die kleinste Straftat begangen, hätte ich diesen Fall nie vor das Parlament gebracht. Ich hätte dann die Verantwortung für meine Angelegenheiten übernommen. Aber hier sind wir mit einem schändlichen politischen Verfahren konfrontiert, das viele Fragen aufwirft, insbesondere was die Unabhängigkeit der Justiz anbelangt. Im Gegensatz zu vielen anderen Politikern werde ich nicht beschuldigt, Unsummen von Steuergeldern veruntreut zu haben. Ich habe nur guten Gewissens meine Arbeit getan und beschuldigt werde ich nur dafür, dass ich meinen Mund öffne. Ich kann daher natürlich verstehen, dass die Mehrheit des Parlaments weder meine Methoden noch meine Offenheit wertschätzt. Das ist nur folgerichtig. Die Repräsentanten der etablierten Parteien verteidigen Interessen, die sie manchmal lieber verstecken, und dabei werden sie oft zu Schafen, wenn sie den Instruktionen folgen, die ihnen von der Hierarchie gegeben werden. Aber diese Rede, die ich hier halte, ist für die Menschen, die ihr eigentlich vertreten sollt, aber auf die ihr schon seit Jahrzehnten nicht mehr hört. Erinnert euch an 1996, den Weißen Marsch, den Zorn der Belgier. Diese Mobilmachung, die sicherstellen sollte, dass so etwas nie wieder passiert. Erinnert euch an die 300.000 Menschen, die auf den Straßen von Brüssel eine faire Rechtsprechung verlangten, die auf der Seite der Opfer steht und nicht auf der Täter. Eine Rechtsprechung, die Schonung ablehnt und die niemals die Mächtigen beschützt. Ich bin einer von denen gewesen, die auf dem Weißen Marsch diese Rechtsprechung und dieses neue Belgien forderten, auch wenn ich damals erst 16 Jahre alt war. Heute, fast 20 Jahre nach der Tragödie, hat der Weiße Marsch bedauerlicherweise nichts verändert. Es ist sogar noch viel schlimmer. Die Bürger erkennen, dass sie belogen wurden, ihnen wurde viel versprochen, aber nichts passierte. Dann reformierten wir natürlich die Polizei. Wir gaben den Opfern etwas mehr Raum, aber die Pädophilen genießen immer noch Schutz, was nur daran liegt, dass sie Teil der herrschenden Mächte sind. Sie sind es, die die Rechtsprechung beeinflussen. Wie kann man es sonst erklären, dass sie uns weigerten, hunderte von genetischen Spuren zu untersuchen, Haare und Schamhaare, die in Marcinelles Versteck gefunden wurden, wo die Opfer von Dutroux gefangen gehalten wurden? Wie kann man sonst den Verlust von relevanten Aufnahmen erklären? Wie kann man sonst erklären, dass diejenigen, die die Wahrheit finden wollen, verfolgt werden und dass alles dafür getan wird, sie zum Schweigen zu bringen oder schlimmer, manche sterben zufälligerweise? Als Mitglied des Parlaments tat ich hier nichts weiter, als meiner Arbeit nachzugehen und nach der Wahrheit in diesem Fall zu suchen, während zu viele Politiker in diesem Land diese lieber unterdrücken wollen. Man könnte annehmen, dass sie sich selbst etwas vorzuwerfen haben. Ich weiß, dass einige einfach über so etwas hinwegkommen und ein neues Leben beginnen. Aber tausende Belgier lehnen es ab, dass Kriminelle frei herumlaufen. Trotzdem ist das in dieser Angelegenheit leider der Fall. Ich werde es laut und deutlich sagen und auch nicht aufhören. Die Beschuldigungen, die vor den Gerichten gegen mich vorgebracht werden, sind vollkommen lächerlich. Es ist eine Maskerade, ein politisches Verfahren. Seit wann hat ein Politiker nicht mehr das Recht, Fragen zu stellen über einen Gerichtsfall, der in Vergessenheit geraten ist? Seit wann darf ein Mitglied des Parlaments keine Indizien vorbringen, die beweisen, dass die Version der Gerichte nicht mit der Wahrheit vereinbar ist? Seit wann sollte ein Mitglied des Parlaments schweigen, aus Angst verklagt zu werden? In der Geschichte dieses Landes musste kein Mitglied des Parlaments jemals das durchmachen, was heute mit mir gemacht wird. Mein Haus wurde von mehr als 15 Personen durchsucht, schlimmer als bei einem Terrorist. Meine persönliche Internetseite wurde zensiert, genauso wie die Seite meiner Partei. Meine politischen Gegner finanzierten eine Medienkampagne gegen mich und jetzt folgt ein psychiatrisches Gutachten. Ja, das ist ganz aktuell. Wenn man der Unterschlagung oder der üblen Nachrede bezichtigt wird, dann wird jetzt also ein psychiatrisches Gutachten über einen erstellt. Es ist der neue Trend, aber macht euch keine Sorgen, vor allem auf den Bänken der Sozialistischen Partei. Das wird nur bei Laurent Louis so gehandhabt oder natürlich bei anderen, die ein Licht auf die Verbrechen unserer pädophilen Führer werfen. Wie ich schon sagte, ich kann also verstehen, warum ihnen meine Methoden und meine Maßnahmen übel aufstoßen. Aber sie wollen doch nicht, dass ich ruhig bleibe und Kriminelle beschütze, oder? Also wie ich schon sagte, die Anschuldigungen gegen mich sind vollkommen hanebüchen. Einmal geht es um die Unterschlagung der Autopsieberichte der Opfer von Marc Dutroux. Das ist seltsam, denn dieser Fall wurde in einem öffentlichen Verfahren verhandelt und Teile dieser Akte wurden von der Presse öffentlich in Umlauf gebracht. Man kann sie sogar bei Wikipedia finden. Es ist auch überraschend zu sehen, dass der Besitz dieser Akten nicht gleichermaßen strafbar ist. Kardinal Daniels hatte sie beispielsweise auch in seinem Besitz. Richter de Troyes veranlasste im pädophilen Skandal auch Durchsuchungen bei der Kirche und man fand diese Akten bei Daniels, der aber zufälligerweise nie wegen Unterschlagung angeklagt wurde.
Es wird mit zweierlei Maß gemessen, je nachdem, ob einer mächtig oder arm ist. Außerdem werde ich angeklagt, und nebenbei bemerkt, diese Anklage ist einfach nur dämlich, dass ich die Identität eines Opfers in einem Fall von sexuellem Missbrauch offengelegt haben soll. Man wirft mir vor, die Namen von Julie, Melissa, Anne, Evie, Sabine und Letizia zitiert zu haben, als ob die Belgier diese Namen nicht sowieso schon gekannt hätten. Aber ich habe wirklich kein Problem damit, wenn es strafbar sein soll. Aber dann ist es auch angebracht, viele weitere Menschen zu verurteilen. Angefangen bei all den Journalisten, die sofort, als der Fall an die Öffentlichkeit kam, damit anfingen, die Namen der Mädchen zu veröffentlichen. Und dann werde ich auch beschuldigt, einen Journalisten beleidigt zu haben, der für Le Soir arbeitet, das Presseorgan der Sozialistischen Partei. Und es überrascht mich, dass wir nicht aus dem gleichen Grund diejenigen verfolgt haben, die mich ohne Grund in der Presse beleidigt haben und die Gerüchte über mich verbreitet haben, um mich als Extremisten und Rassisten darzustellen oder jetzt ganz aktuell als Wahnsinnigen. Wenn ich jetzt also verfolgt werde, wird man dann auch Ministerin Milquet verfolgen, die im Radio gelogen hat, als sie behauptete, ich hätte die Autopsiefotos von Julie und Melissa auf meiner Internetseite veröffentlicht, obwohl ich das nie getan habe? Eine Ministerin, die lügt, was für ein tolles Vorbild. Wir sollten auch mit dem Pseudopräsidenten der Sozialistischen Partei, Herr Guillet, weitermachen, der es wagte, auf allen nationalen TV-Kanälen zu behaupten, dass ich ein Repräsentant der Rechtsradikalen wäre. Aber diese Leute werden natürlich nicht verfolgt. Sie können machen, was sie wollen. Sie können reden und ich soll den Mund halten. Aber ich weigere mich, den Mund zu halten. Ich weigere mich, den Kopf in den Sand zu stecken, wie es die Mitglieder dieses Parlaments tun. Ich fordere all die jungen Mitglieder des Parlaments dazu auf, sich die Autopsiefotos von Julie und Melissa anzusehen. Habt die Courage, das zu tun. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Eure Augen werden euch nicht belügen. Und ihr werdet von da an nie wieder die Version des Gerichts glauben, in der es heißt, dass die Mädchen verhungert sind. Ich weiß, dass es Parlamentsmitglieder gibt, die ehrenhaft, aufrichtig und ehrlich sind. Und auch wenn es Pädophile in den Reihen unserer Regierung gab oder auch immer noch gibt, dann ist es natürlich klar, dass nicht jeder Einzelne hier pädophil ist. Also hört auf, nur eure Karriere und euer Portfolio im Kopf zu haben und folgt dem Pfad der Wahrheit. Man braucht dazu etwas Mut, das ist wahr. Aber zusammen können wir unser Land von denen reinigen, die es beschmutzen. Worum ich Sie hier heute ersuche, ist einfach, dass Sie die Redefreiheit der Mitglieder des Parlaments anerkennen. Denn wir haben das Recht, aber auch die Pflicht zu sprechen, um über Missstände zu berichten. Es muss uns möglich sein, diese Arbeit zu tun, ohne Furcht vor Verfolgung oder vor einer politischen Hetzjagd, so eine wie sie jetzt gerade stattfindet. Direkt nach meiner Enthüllung hat Innenministerin Milquet alle Hebel in Bewegung gesetzt und ihre Macht genutzt, um die Bildung einer neuen politischen Kraft zu blockieren. Im Nu war die Internetseite meiner Partei zensiert. Diese Zensur dauerte 2 Monate, länger als bei der Seite Scharia für Belgien. Und nur ein paar Minuten nach meiner Intervention rief die Ministerin nach der Annullierung meiner parlamentarischen Immunität und nach meiner Verfolgung. Sie tat alles, um die Justizministerin davon zu überzeugen, eine einstweilige Verfügung gegen mich zu erwirken, sodass ich zurechtgewiesen werden könnte. Und ich kann Ihnen sagen, dass diese Zurechtweisung ausschließlich beschuldigend erfolgt. Das ist eine Schande für unsere Gerichte und eine Schande für unsere Demokratie, die nur noch ein Schatten ihrer selbst zu sein scheint. Ich frage Sie, wie kann es sein, dass es der Justizministerin möglich ist, ihren Einfluss zu nutzen, um meinen politischen Gegner zu verfolgen? Diese Vorgehensweise ist surreal und nicht akzeptabel. Denn so ist es ein leichtes, abweichende Stimmen zum Schweigen zu bringen, wenn sie den herrschenden Mächten nicht genehm sind. Ich frage mich, ob wir noch in einer Demokratie sind oder eher in einer Diktatur. Aber das Schlimmste ist, dass die Justiz Zeit damit verschwendet, einen politischen Hinterbänkler zu verfolgen, während die Kriminellen, die Vergewaltiger und Mörder von Kindern, immer noch frei herumlaufen. Heute Morgen habe ich ganz zufällig den Bericht der Verfahrenskommission entdeckt. Ganz zufällig. Und ich bin besorgt. Im Bericht heißt es, dass alles völlig normal ist und dass es keinen Anlass gibt, das Verfahren gegen mich einzustellen. Wenn ich mir anschaue, wer zu dieser Kommission gehört, dann überrascht mich das überhaupt nicht. Wir haben da Herr Landuit, ein Mitglied der Dutroux-Kommission, die ein kompletter Fehlschlag war. Dann Herrn Stéphane de Klerk, der nach dem Dutroux-Fall als Justizminister zurücktreten musste. Frau Lalieu und Frau Dion waren Präsident bzw. Mitglied der Untersuchungskommission zur Pädophilie innerhalb der Kirche, wobei sie alles taten, um zu verhindern, dass den pädophilen Priestern der Prozess gemacht wird und um sicherzustellen, dass die Kirchenoberhäupter vollkommen straffrei bleiben, obwohl sie ganz offensichtlich in diesen Fall verwickelt waren. Zu guter Letzt haben wir noch Herr Bakelin, der Vorsitzende der Reformbewegungspartei ist, also ein direkter Konkurrent von mir. Sie werden also verstehen, dass dieser Bericht meiner Meinung nach keinen Wert hat. Daher will ich das Parlament und besonders die flämischen Mitglieder darum bitten, zu verhindern, dass ein paar Individuen die Redefreiheit der gewählten Repräsentanten dieser Nation einschränken. Denn wenn ihr akzeptiert, dass ich dafür verfolgt werde, dass ich meine Arbeit pflichtgemäß erledige, dann hindert ihr auch jeden zukünftigen Parlamentarier daran, wirklich seine Arbeit zu tun. Ich weiß, dass sie sich durch meine Methoden beleidigt fühlen, aber meine Konkurrenten haben diese Sache aufgebauscht, um die Aufmerksamkeit von den wirklich wichtigen Dingen abzulenken. Es war leichter, in den Fernsehnachrichten über die Exzesse von Laurent Louis zu reden, als meine Fragen zu beantworten.
Wie kann es sein, dass diese Mädchen in dem Geheimversteck angeblich nach 103 Tagen verhungerten, ohne währenddessen von irgendwem besucht worden zu sein? Und warum sind auf den Autopsiefotos beinahe 5 cm große anale Wunden? Das sind wirklich die einzigen Fragen, die wir uns stellen sollten. Stellt diese Fragen, und natürlich geht es dabei nicht darum, die Angehörigen der Opfer zu verletzen. Es geht darum, den Fall neu aufzurollen, damit diese Kinder nicht umsonst starben. Wenn wir das nicht tun, sind wir schlimmer als die, die Böses tun, und ich werde mich auf keinen Fall daran beteiligen. Wählt eure Seite. Wenn ihr euch nicht gegen dieses Unrecht auflehnt, dann will ich aber zumindest frei diese Funktion wahrnehmen, für die ich gewählt wurde, und die politische Verantwortung übernehmen, die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, auf den sich auch Herr Landouy beruft, bestätigt wurde, dass es Mitgliedern des Parlaments erlaubt sein muss, sich sicher und ungehindert aussprechen zu dürfen. Daher werde ich diese Verantwortung der Parlamentarier mit Händen und Füßen verteidigen. Und ich verstehe nicht, wie es möglich ist, mich zu verklagen, wenn alle meine Aktionen im Rahmen der Ausübung meiner Funktion durchgeführt wurden und in der ehrenhaften Suche nach der Wahrheit in einem schrecklichen Fall, der das Land erschüttert hat und woraufhin in den politischen und rechtlichen Sphären entschieden wurde, den Deckel drauf zu halten, um geheime Interessen zu beschützen. Ich komme zum Ende meiner Rede. Persönlich weiß ich, dass was auch immer passiert, ich kann morgens in den Spiegel sehen. Aber ich bin mir sicher, dass das hier nicht allen so geht. Die Anschuldigungen gegen mich weiter zu verfolgen, würde einen undemokratischen Präzedenzfall schaffen. Überlegt es euch zweimal, bevor ihr etwas tut, das in der Zukunft ernsthafte Konsequenzen haben könnte für die Unabhängigkeit der Parlamentarier. Und ich habe keinen Zweifel, dass wir wieder über diese Angelegenheit reden werden, wenn es notwendig wird, meine parlamentarische Immunität aufzuheben. Das sollte schnell geschehen, denn ich muss am 16. Juli vor dem Rat in Lüttich erscheinen. Und was bei politischen Verfahren immer sehr angenehm ist, ist, dass man weiß, was man erwarten kann. Es ist daher bequem, mich einige Wochen vor der Wahl wegen Belanglosigkeiten vor Gericht zu stellen. Ein Fest für die anderen Parteien. Zum Abschluss erinnern Sie sich an Folgendes. Die Welt ist ein gefährlicher Ort. Nicht wegen denen, die Böses tun, sondern wegen denen, die es wissen und nichts dagegen unternehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Louis. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Der Beschluss der Kommission lautet wie folgt. Bezüglich der Forderungen nach Aufhebung des Verfahrens gegen Herrn Laurent Louis und unter Berücksichtigung des Berichts des Generalstaatsanwalts des Berufungsgerichts in Brüssel und unter Berücksichtigung der allgemeinen Prinzipien und der Verfahrensordnung lehnt die Kommission die Forderung von Herrn Laurent Louis nach einer Aufhebung des Verfahrens einstimmig ab. Können alle dem Beschluss der Kommission zustimmen? Ich fordere eine aufgezeichnete Abstimmung. Aufgezeichnete Abstimmung über den Beschluss der Kommission. Abstimmung beginnt. Hat jeder abgestimmt und seine Wahl überprüft? Abstimmung endet. 128 Mitglieder haben an der Wahl teilgenommen, 127 stimmen mit der Entscheidung der Kommission überein, einer stimmt dagegen. Die Kammer übernimmt daher die Entscheidung der Kommission.